Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Autobahn Polizei Simulator 2. Ich weiß jetzt eigentlich so, denke ich, was man hier machen muss. Ich bin gerade eben so reingekommen und auf einmal muss ich dahin. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht und schon auf einmal links ist da ein Wegpunkt. Ich weiß nicht, wenn mir nicht auf der Karte angezeigt, wo ich lang muss, aber auch egal. Dann fahre ich mal ein bisschen dahin. Ich denke so, ich muss da auch hin. So. Ich frag mich, was das ist. Alter, ehrlich. Alter. Ich denke, ich muss auf die Autobahn. Ich hab keine Ahnung. Ja, aus dem Weg hier, ich muss hier durch. So. Ich bin Formel 1 Wagen. Nein, ich bin zu schnell. Was? Ein Flugzeug muss eine Notlandung machen? Also da kommt jetzt hier die Sirene rein. Halt, darf mich nicht mehr an die Verkehrsregeln halten. Ja. Oh. Aus dem Weg. Autsch! Alter! Aua, jetzt hat mich getan! Der ist Windräder. Alter, ehrlich jetzt! Au! Ja, dann fahr ich mal aus dem Weg! Ich muss durch! Oh, danke! Ich kann noch hin. Deswegen diese Markierung wird mir hier nicht angezeigt. Ja, ich weiß. So, warte mal. Warte, wo ist überhaupt auch die Karte? Ah, hier. Ja. Warte. Was ist das? Ich will hier draufklicken. Ja. Geh da schnell, reise hin. Ja. Ja. Ich gehe die Schnellreise durch. Ah, was ich euch noch sagen wollte. Ey, ehrlich jetzt. Ich spawn wieder ganz am Anfang. Ah, hier. Alter, mach doch die Ich hab vergessen, die Sirene auszuschalten. Nein! Verdammt! So, aussteigen. So, erstmal schnell hier hin. Gut. Alter, ich verhafte diese Tür hier noch. Hin. Es geht, Roland Becker. Hallo Chef, Sie wollten mich sprechen? Ja, ich möchte Ihnen... Ich sehe auf einmal anders aus. Wir haben hier seit einigen Wochen Probleme. Ich habe doch keinen Charakter eingestellt. Also ich habe nur... Verstehe nichts. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das gefährlich enden kann. Suchen Sie am letzten Tatort nach Hinweisen. Ich will diesen Täter zu fassen kriegen. Möglicherweise finden Sie etwas Interessantes auf der Brücke. Der Fall hat höchste Priorität, also wenn Sie auf etwas Verwirrbares stoßen, halten Sie mich auf dem Laufenden. Danke. Aber diese Kamera, die nervt mich immer. Die nervt mich immer noch. Schnell hin!
dachte schon, muss auf irgendwo hier auf die Autobahn hin, und da dachte ich irgendwie schon, so, oh nein, jetzt wollte ich wieder ganz am Anfang gehen, den ganzen Weg wieder zurückfahren. Aber da, ich muss einfach nur zu Ronald Becker. Und dann bin ich auf jeden Fall da gespawnt. Alter, ich will doch kein... Mann, wie lenkt sich dieses Auto? Oder ist es nur, weil ich nicht gut fahren kann? Rädern machen! Sag mal! Alle, müsst ihr mir aufpassen! Und schnell hin! So, ich muss hier ganz, 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 ganz schnell hin. Ich hab gerade irgendwie nicht zugehört, was der Problem gerade war. Ich hab ein bisschen rumgelabert. Echt krass, dass ein Polizeiauto einfach so schnell fahren kann. Aber das muss es ja auch. Ist mir egal. Ich hab das Recht. Alter! Der hört einfach in meine Spur rein. Alter. Was ist heute mit den Autos los? Ich werde hier euch alle gleich verhaften. Wenn irgendeiner noch in mir reinfährt, ich werde ihn so verachten. Aber wenn der jetzt in mir reinfährt, was hat der gerade eben gemacht? Da 6,7 Kilometer. Ja, wie weit ist es? Wie viele Male habe ich bitte schön gestern und wie viele Male habe ich in meinen zwei Folgen schon vergiss es, Leute. Ich habe eh wieder nur Scheiße. Habe ich einen Unfall wieder gebaut. Alter, mein Wagen müsste eigentlich, also wenn es in echt wäre, schon mega kaputt sein. Alter, es ist ja unnötig, nur im Kreis zu fahren. Alter, ich mache die ganze Unfälle. Ich denke, ich fahre ein bisschen langsamer. Ruhig, bisschen ruhig. Hab's ein bisschen eilig. Alter, Müller müsste wirklich mein Wagen so sehr down sein. Also mega kaputt. Boah, ich werde irgendwann mal Videos vom Zugsimulator mal machen. Also von TSW oder so. Also diese. Dieses Spiel, das habe ich ja. Warum mache ich eigentlich keine Videos davon? Vor allem von Formel 1, das habe ich ja auch immer versprochen. Alter, ich habe mega viel Arbeit vor mir. Aber ich mache erstmal eins nach dem anderen. Alter, der ist genau in meine Spur reingefahren.
Also ich mache erstmal Dings vom dem Dings, ich kann kein Deutsch. Ich mache erstmal vom Zugsimulator und die sehr viele Videos und dann noch vom Formel 1 mega viele Videos. Also ich habe irgendwie euch viel zu viel versprochen. Aber ich freue mich auch, Dings, vom, ich bin falsch, aber ich freue mich auch vom Dings, vom Zugsimulator auch mal Videos zu machen. Es tut mir leid. Ich muss einmal nur ganz schnell hier hin, es tut mir leid. Nein. Verdächtiges Fahrzeug? Wie jetzt? Oh. Jetzt parke ich hier mal ein. Ein kleiner Bug. Ich denke, hier kann es auch irgendwo sein. Ist es hier? Was haben wir denn da? Hier hat jemand einige Zeit geraucht. Warum zittern die so? Moment mal, das ist eine sehr seltene Marke. Die habe ich früher auch geraucht. Die gibt es hier in der Nähe nur an einem Ort. Fall weiter folgen. Nachfragen. Du hast früher geraucht? Das ist die erste Frage, die dir in den Sinn kommt? Ja, ich war früher so blöd zu rauchen. Okay, okay, komm mal wieder runter. Wo gibt es diese Zigaretten denn? Es gibt da eine Tankstelle gar nicht weit von hier. Was ist denn bitte schon mit den Menschen los? Die Spur mag nicht mehr ganz frisch sein, aber wir sollten ihr dennoch nachgehen. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen zur Tankstelle und kaufen da ein bisschen schön ein. Ah, 2 Kilometer, ist ja nicht so lang. Schon wieder auf die Autobahn. Alter, wie viele Male war ich schon auf der Autobahn? Ah, das heißt auch so Autobahn Polizeisimulator 2. Das heißt auch so. Ach, kein Wunder, dass ich hier immer auf die Autobahn muss. Ich weiß, wo diese Tankstelle ist. Ich weiß nicht. Da bin ich schon mehrmals dran gefahren, so eine grüne. So eine leichte grüne. Da bin ich doch mal vorbeigefahren, mal sehr viele Male. Also so ein paar Mal. Ich hoffe mal, dass sie mich auch gut hören können wegen diesem roten Wagen. Genau diese Tankstelle war es. Bin ich auch mal mehrmals vorbeigefahren. Ja, ich park hier ganz gut hier. Ganz wie ein Meister. Oh, sorry. Ein bisschen rückwärts. Oh. Gut. Ja, ist gut. Okay. Hallo, so. Sie arbeiten hier an der Tankstelle, oder? Dürfte ich Sie etwas fragen? Hallo, ich bin der Pächter. Ich und meine beiden Söhne betreiben die Tankstelle seit mehr als 10 Jahren. Aber fragen Sie mich ruhig. Ist es richtig, dass Sie diese seltene Zigarettenmarke vertreiben? Ja, das stimmt. Die war früher mal etwas gefragter. Aber heutzutage geht die nur noch selten über die Theke. Wie oft haben Sie diese Marke denn letzte Woche verkauft? Genau einmal. So ein Typ hat gleich eine ganze Stange davon gekauft. Sagen Sie, Ihre Tankstelle ist doch videoüberwacht, oder? Könnten Sie uns ein Bild des Käufers machen? Na klar, dafür haben wir das System ja. Geben Sie mir ein paar Minuten und ich mache Ihnen einen Abzug.
Dankeschön. Ja, wieder geht. Oh, da ist er. Warum gehen die immer so komisch? Warum ist es so verschwommen? So, hier haben Sie das Bild. Frisch aus dem Fotodrucker. Danke. Das hilft uns wirklich weiter. Schade, dass man sein Gesicht nur halb sieht. Aber besser als nichts. Alter, diese blöde Kamera. Ich krieg noch eine Krise. Und du wirst hier immer stehen, die ganze Nacht oder wie? Oder den ganzen Tag. Er wird hier sogar doch die alle Jahre da stehen. Denke ich. Oh, es ist so Abend. Ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist dämmert gerade. Aber am Abend ist es ja auch schön, ne? Ja. Also. Dankeschön fürs Vorbeilassen. Oh. Alter, warum mach ich hier immer Unfälle? Ich muss auch auf die Straße gucken. Wollte. Bitte lasst ihn. Oder habe ich das schon gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder mal Scheiße. Bitte lasst einen Daumen nach oben und bitte verprügeln den Gleitbaton. Ja. Bin das aber nicht gut. Dann setzt euch ins Gefängnis stecken. Ich muss Lalalala. Unglück von oben. Ich denke, ich bin Flugzeug. Ich komme. Alter, ich sprinte hier schon fast. So. 3 Kilometer. Alter, will er wieder in meine Spur reinfahren. Und der ja auch. Ja. Jetzt fass ich mich nicht mega viel Geld. So. Ja, sie nehmen meine Spur ein. Also ich verhaf dich gleich. Wenn jetzt eine wieder in meine Spur reingeht, ich raste aus. Okay, das heißt im Blick nicht. Ich bin in den Inneren gefahren. Ist auch ein bisschen lustig. Ja. Noch einmal mehr. Oh, ich bin ich gerade falsch gefahren? Ich habe keine Ahnung. Ein Tanklaster. Aber das ist klar. Junge. Wo mach
Ach, hier immer Unfälle. Alter! Also, ich musste auf jeden Fall wieder zur Wache. Das war es jetzt gerade nicht so. Du gönnst uns auch nichts. Ich werde mal schön einparken. So. So, du erwischst mich hier wieder heute nicht. Komm, Roland Becker. Becker. Was haben Sie herausgefunden? Wir sind einer Spur nachgegangen und kamen so zumindest an ein Foto des Tatverdächtigen. Gute Arbeit. Das ist ein erster Anfang. Sobald wir weitere Hinweise bekommen, nehmen wir den Fall wieder auf. Mir liegt die Klärung der Sache sehr am Herzen. Also bleiben Sie wachsam. Wir müssen dem Täter das Handwerk legen. Okay, wird gemacht, Herr Becker. Sorry, mein Fehler. Wollte sie nicht stören. Oh, die Tür war offen. So, zugemacht. Bin ich gerade falsch gegangen? Oder was? Oh, ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Annehmen. Alter. Gib mir dieses Piepen. Das stört andere YouTuber doch auch. Aber mich nicht so sehr. So. Dann fahr ich mal. Blöden Unfälle. Boah, ich mache jetzt langsam. Mal Serena an. Dann kann ich schneller fahren. Dieser Einsatz ist immer ganz gefährlich, also muss ich hier auch reingehen. In den Einsatz muss die Leute helfen. Und die Einbrecher muss ich melden. Boah, das hat sich ja gereimt. Zehn Kilometer habe ich eben gerade nicht bemerkt. Kann das eben gerade ein Unfall gewesen sein? Bin noch nirgendwo gegengefahren. Oder doch? Ja, wer weiß. Wie? Das habe ich mitbekommen. Das auch. Das auch. Ah ja! Was hat der eben gerade gemacht? Dem Weg. Ui. Oi. Ouch. Einsturzgefahr. Bro. Ja. Ja.
später. Ich bin zu alt. Ja, und ich fahre immer noch Polizeiauto. Ich bin mega alt, weil 2000 Jahre vergangen sind. So, jetzt muss ich irgendwie am Zielort ankommen. Und Unfälle. Was, Leute? Ich bin das immer noch. Ich habe meine Stimme verändert. Ja, wo bin ich schon wieder falsch gefahren? Alter. Kam hab ich... Jetzt ist es auf einmal nicht falsch, ne? Ne? Jetzt auf einmal, ne? Oder doch? Nein, ich auch noch die Autos. Dein Schadensfaktor hat durch die vielen Kollisionen erreicht. Du wirst zur Wache zurück. Hä? Was hab ich gemacht? Ja, ganz toll. Wirklich ganz toll. Also habe ich jetzt mal eigentlich mal vermeiselt. Ich wollte Polizist werden. Und die Sirene muss ich noch ausschalten. So, einsteigen und die Sirene ausmachen. Besser. Nein. Leute, ich glaube, ich habe meinen Polizistjob ein bisschen verloren. Diese blöde Tür. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Ja, ich hab den Auftrag eben schon bekommen. Ich hab Lehn oder... Komm, ich mach... Diese... Ich geh einfach die andere Tür. Besser. Kann man sich auch vor allem andere Fahrzeuge kaufen? Ich denke schon. Das müsste bestimmt eigentlich sein. Alter! Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr auch dieses Spiel spielt und mega gut drin seid. Schreibt es mal in die Kommentare, wie man Dings, die so Autos kaufen kann, also so Polizeiwagen. So andere. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Und weiß es ist, dann weiß ich. Dann weiß ich das, wie das geht. Jetzt endlich mal wieder Deutsch gelernt. Diese blöden 100% hier erreichen. Diese blöde Lenkung raussuchen werden, dann wäre ich ein ganz Mega-Fahrer. Die Lenkung ist auf. Alter! Ich raste hier gleich aus.
hab echt keinen Bock mehr auf diese Unfälle. Warte mal, ich sehe gerade auf mein iPad. Irgendwer hat. Oh mein Gott, ich. Ja, ich hab mich abonniert. Den Namen werde ich auch euch immer noch nicht verraten. Alter, aber der ist so Ehrenmann, dass er mich einfach abonniert hat. Hey, ja moin, ich habe ihn einfach schon abonniert. Ja moin, ich habe ihn einfach schon abonniert. Ja moin, ja moin, ja moin. Ja moin, ja moin. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, ich muss ihn noch abonnieren, aber ich habe ihn schon abonniert. Geil! Oh, der hat coole Videos. Schaue ich mir auf jeden Fall alle gleich an. Roblox ist ja auch auf jeden Fall. Boah, einfach 25. Der hat. Hä? Und ich dachte, er hatte 27, aber jetzt hat er auf einmal 25. Ja moin. Ja moin. Du musst mal mehrere Videos machen, dann bekommst du auch so viele Abonnenten wie ich. Okay, ich habe sehr lange nicht mehr Videos gemacht, aber ich hatte immer noch sehr viele Abonnenten. Obwohl ich fast keine Videos mehr gemacht habe, hatte ich immer noch dieselben Abonnenten, so 50. Warte, ich muss mal kurz gucken. Muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt nicht dies hier. So. Auf einmal habe ich 48, dachte ich habe 50. Ach, egal. Leute, bitte abonniert mich, bitte. Bitte, damit ich wieder 50 Abonnenten kriege. Aber laber ich jetzt nicht mehr so weiter, mache ich jetzt endlich mal weiter mit der Folge. Werde ich hier zu lange brauchen, um das hier alles anzusehen. Diese blöden Unfälle. Sirene! Alter, 80! Oh Junge, das ist ja fast 100. Alter. Junge, warum schaue ich mir die Videos an? Wollte ich nicht. Wollte was anderes machen. Ja. Also auf jeden Fall die Tankstelle von vorhin. Das weiß ich. Wie lange geht bitte schon diese Aufnahme? Ich denke, diese, Alter. Ich muss hier auf jeden Fall, also ich werde euch auf jeden Fall gleich verabschieden. Wenn ich jetzt wieder so zurückgesetzt werde, wo ich fast knapp da war. Und wenn ich jetzt den Unfall mache. Alter! Ich sag euch Leute, das war nicht mit Absicht. Ich sag euch, das war nicht mit Absicht.
sag euch, Leute, es war nicht mit Absicht. Könnt mir glauben, es war nicht mit Absicht. Guck mal, das ist auf meiner Spur. Ja, ist auf meiner Spur. Auf meiner Spur ist es, ja. Ja, ich will hier nicht so lange brauchen. So. Scheiße. Ich muss doch eigentlich die Sirene noch ausmachen. Die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Ach, ist egal. Ich kümmere in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Ich will ihn. Ja. Nee. Besser. So, Herr LKW-Fahrer. Entschuldigung. Da muss ich dann fotografieren. Null von Objekt, ja, aber weißt du. Ah, hier! Muss ein Unfallobjekt. Ich hätte das auch lieber lesen müssen. Wie mache ich die Kamera auf? Wie mache ich das? Ah, hier. Ich hab's doch jetzt fotografiert. Junge! Ich mach mal den Ding irgendwie. Ah, warte, muss ich noch ran? Was muss ich hier machen? Ah, Hütchen, Adi. Wir müssen erstmal Hütchen sein. Die Hütchen jetzt hier erstmal nehmen. Kein Zipfelmützen. Das sind Mützen. Kofferraum erstmal schließen. Nein, nicht benutzen. Alter, diese blöde Kamera. Boom. So, hab ich gemacht. So, muss jetzt hier das... Alter, ehrlich. Ich will... Ach so, ich muss die nehmen. Wohin bitte damit? Wohin damit? Ich denke, ich muss die hier abliefern. Oder wo muss ich die bitte schon hinpacken? Ich denke auf das blaue Feld. Kapiere ich es. Ich war vorher so dumm, um das hier zu verstehen. So, alles perfekt. Oha, Alter, wie ordentlich die Pakete dahingestellt wurden. Schön ordentlich. Diese Kamera, das ist das Einzige, was am meisten auf die Nerven geht. Ich
Ich denke, wenn die anderen YouTuber auch das spielen, ich denke, die haben das selbst so viele Probleme. So, jetzt. Hallo, soll ich mit Ihnen reden? Hallo, was ist hier geschehen? Oh. So was Dummes. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also, atmen Sie tief durch und erklären Sie, wie es dazu gekommen ist. Okay, ja, also, während ich fahre, höre ich ein komisches Geräusch und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Und bevor ich mich versehe, bin ich in die Brücke. Sowas ist mir noch nie passiert. Der neue Kollege hat bestimmt geschlampt. Der war für die Ladung zuständig. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja. Das tut mir so leid. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber erholen Sie sich erstmal. Danke. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr. Ist das Lenkrad wirklich auf? Also sag mal, das Lenkrad ist ja noch dran. Hä, du lügst. Du lügst. So mega viele Pakete. Okay. Aber soll ich jetzt die Hütchen was für Hühnchen? Ich wollte Hütchen sagen. So. Hallo. Ja, was muss ich machen? Aber ich habe echt keine Ahnung. Ich muss hier jetzt einsteigen. Einsatz beenden. Sturz. Warte, wo muss ich überhaupt hin? Warte, ich mach mal erstmal. Dann mache ich erstmal hier schön Schnellreise. Oh ja, ich bin den hin. Ich gehe erstmal hier schnell hin. Dann verabschiede ich mich auf jeden Fall für euch. Aber wieso kann ich dies nicht? Ich muss das fortsetzen. Ich muss da jetzt einfach so hin. Nein. Aber was ist das? Kann ich nicht. Kann ich nicht irgendwie. Ja! Jetzt habe ich es geschafft. Also bin ich auf jeden Fall jetzt da bin, dann werde ich mich auf jeden Fall von euch auf jeden Fall verabschieden, wegen dieses Video jetzt ist irgendwie also mir irgendwie ein bisschen viel zu lang. So, ich parke jetzt erstmal und gehe dahin und dann beende ich dieses Video für euch. Ich möchte jetzt irgendwie aufhören, vor allem, ich muss erstmal noch diese hochladen und diesen das. Und ich glaube mal auch wieder mal scheiße. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brücken. Sind unterwegs. Ablehnen. Verdammt. Leute, ich weiß, ich krieg's immer nicht so hin, weil ich ein bisschen schlecht bin und so. Aber vielleicht werde ich ja noch ein Profi sehen. Bis dahin. Tschüss.